schön frisch hier oben. Sieht den Atem. Und unter mir schon die in Place Orange beleuchtete Stadt. Das macht man nicht alles oder Umweltschutz. Place Orange Lampen. Hier unser städtischer Christbaum. Sehr schön. So, aber da müssen wir hoch. Wenn ihr jetzt auch nachts in der Stadt unterwegs seid, wo vielleicht noch das eine oder andere Auto fährt, macht mit einem Lämpchen auf euch aufmerksam. Denn wenn man, so wie ich, immer rumrennt in schwarz Nachttarn, ne? Also schwarze Klamotten und jetzt auch noch eine Tarnfarbenjacke, dann kann es sein, dass du immer ruckzuck übersehen wirst, wenn du auf so einem Sträßle läufst, auf dem es kein Gehweg gibt, ne? Also Lämpchen mitnehmen, das Teil hat hier hinten auch noch, das blinkt und noch nach hinten rot, dann wirst du wenigstens gesehen, bevor dich einer umspitzt. Passiert leider viel zu oft. Hier oben hat es aber Nebel, deshalb ist es vielleicht nicht ganz so kalt, wie zuerst erwartet. Und da hier nur noch, dass hier nur noch berghoch geht, die nächsten Kilometer, habe ich eigentlich auch nicht Angst, dass mir recht kalt wird. Aber ich freue mich jetzt schon aufs Frühstück. Noch zu dunkel vor die Kamera. Was geht ab? Komm, stell mal scharf. Okay, dann halt nicht. Irre. Autofokus schläft noch. Jetzt. Na also, geht doch. So. Endlich draußen. Sternlampe macht ein bisschen Licht. Nicht weit, vielleicht 10 Meter, aber auch schön breit, siehst wo du läufst. Ja, und heute machen wir mal ein bisschen Tempo. Denn bei der Geschichte geht es ja nicht hier nur um draußen zu sein, sondern körperlich ein bisschen was zu machen und den Puls mal ein bisschen hochzubringen. Darum haben wir hier schön morgens 6 Kilometer berghoch und jede Woche die Strecke eine Minute schneller, ne? Auch eine gute Gelegenheit, die neue kleine Taschenlampe zu testen. Moment, ich mache mal die Stirnlampe aus. Ja. Ich verrate euch noch nicht, was für eine das ist. Die kommt demnächst. In einem Video stelle ich sie vor. Eigentlich was ganz Besonderes, das Teilchen. Schwacher Modus, mittlerer, high, und hier oben legt der Nebel gut zu. Die Kamera kann ich aber noch nicht scharf stellen. Ja, wenn es überall reflektiert, hat die Kamera echt ein Problem im Nebel. Gut, es ist ja noch ein bisschen dunkel am frühen Morgen. So. Geht raus, bewegt euch, gerade wenn ihr auch so einen Bürojob habt wie ich, dann sitzt die ganze Woche drin, am Wochenende mindestens einmal T-Shirt durchschwitzen, so heftig bewegen, laufen, ihr müsst nicht rennen oder irgendwas, aber laufen, 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 dass du heimkommst mit einem durchgeschwitzten T-Shirt und erstmal duschen muss. Pumpe muss richtig laufen. Kann so Rücken mal ein bisschen außer Puste kommen. Schadet nichts. Hauptsache ihr bewegt euch. Einmal, ein, zweimal die Woche. Richtig schön. Sauerstoff in den müden Zellen. Gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Hier so klebriges Zeug getrunken. Met. Heißer Met.
so ein Glühwein mit Amaretto drin, ne? Zucker und Alkohol. Ja. Das Zeug wieder rausgeschwitzt und abgearbeitet. So was gehen am Morgen. Der Nebel kommt auf. Ich hoffe, ich sehe noch die Sonne. Schön, um anzukommen vor Sonnenaufgang. Ja. Eigentlich sollte man das Tempo ein bisschen rausnehmen, um nicht zu schwitzen, aber solange man in Bewegung bleibt, wird es wahrscheinlich kalt. Ja, da oben hat man das erste Tierchen im Wald. Denn da haben mich gerade zwei Katzenaugen beobachtet. Ist dann aber ziemlich schnell im Unterholz verschwunden. Ja, hier oben hat es Reh. Ganz schön viel. Die Jäger hier haben richtig was zu tun. Die machen als hier wieder Treibjagden sogar. Und werden manchmal der Plage der kleinen Viecher gar nicht mehr her. Die Waldarbeiter sind ja also unterwegs und jedes junge Bäumchen mit so komischen Zeug halt bepinseln, damit es nicht von den Viechern weggefressen wird. Ne? Das ist halt alles Forstwirtschaftswald und die Viecher lieben halt die jungen Triebe der jungen Bäume. Und dann werden hier Millionen von Bäumchen geschützt vor den vom Appetit der Rehe. Tja, Jäger ist halt auch nicht mehr so der beliebteste Beruf, ne? Hat ein ziemlich schlechtes Image. Weiß gar nicht warum. Also ich habe kein Problem mit Jägern. Aber der Wald kriegt ein Problem ohne. Da wir einfach nicht genügend natürliche Feinde für Rehwild haben. Der Yosemite-Nationalpark war mal voller Wald. Und als sie den letzten Wolf und Kojoten erlegt haben im Park, seit dort begann der Wald dort abzusterben. Denn das ganze Rehwild hat jedes junge Bäumchen gefressen. Knapp 70, 80 Jahre später stand im Park kein Baum mehr. Er ist wieder an Siedelung wieder von Wölfen und genügend Kojoten und Füchse und alles Mögliche, was den Rehwild etwas eingeschränkt hat, konnte der Wald wieder wachsen und blühen. Coole Lampe. Dazu aber irgendwann mal mehr. Gut, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Videos kommen. Ständig bist du am Reißverschluss auf und zu machen. Entweder das ist windstill, dann wird es dir sofort warm. Oder der Wind kommt raus. Dann zieht es wie Hechtsuppe. Also, die Hälfte habe ich gleich geschafft. Na gut, von der Strecke her, das ist vielleicht schon die Hälfte. Jetzt werde ich dann auch die Kamera ausmachen müssen. Jetzt kommt hier oben ein verdammt windiges Eck. Da wird man sowieso nichts mehr verstehen auf dem Mikro. Denn hier oben stehen am Horizont überall Windräder. Das ist ein guter Grund. Denn hier oben auf den höchsten Gipfeln im Schwarzwald weht immer eine gute Brise. Ne? So. Hey. Cooles Lämpchen. Wenn ihr wüsstet, was für ein cooles Video und Budget-Tipp da auf euch zukommt. Oh. Musst du da morgens schon unterwegs sein. Denn sonst zieht das hier oben ganz ordentlich. Feuchter, kalter Morgennebel. Oh, ich liebe es. Das ist gut für die Lungen. Darf nicht zu schnell machen. Wie sagt Survival Martin immer? Ich glaube, das wiederhole ich in jedem Video, aber es ist wichtig, ne? Wer schwitzt, stirbt. Ne? Ihr solltet erst verschwitzt zu Hause ankommen, wenn ihr gleich unter die Dusche könnt.
solange ihr noch unterwegs seid, Tempo drosseln. So, hier oben ist die alte Eck. Heute Morgen machen wir mal gut Strecke. Ne? Gut raus aus dem Wald. Puh. Auf der freien Fläche ein bisschen ordentlich Tempo gemacht. Demnächst kommt von hier, genau von hier oben wieder ein Video, wo ich schon vor einer Weile aufgenommen habe. Müsst ihr mal anschauen. Interessiert vielleicht den einen oder anderen. Kommt am, lasst mich lügen, 26. Dezember. Ist okay. Ist okay. 1, 2, 3. Ja. Tja. Warum bin ich noch herkurz früh schon so unterwegs? Ja, ganz einfach. Wenn es noch dunkel ist, kannst du da schon am ausprobieren. Außerdem habe ich heute noch 2 weitere Termine. Hier ist so schön, Carpe Diem, nutze den Tag. 7 Stunden Schlaf reichen. Also raus aus den Federn, raus auf die Piste. Ein bisschen, naja, Frühsport wäre jetzt übernehmen. Frühbewegung. Ah, schönes Blau. Zu machen. Moment. Ja, im Wald ist ein bisschen windstiller. Aber es hat guten Nebel. Aber wir haben es bald geschafft. Ich glaube nur, dass ich heute Morgen keine besonders gute Zeit gelaufen bin. Irgendwie habe ich meinen faulen Hintern nicht schnell genug den Berg hochgekriegt. Was macht echt einen Unterschied? Lärmmagen losläuft oder eine winzig Kleinigkeit gegessen hast. Nicht zu viel, sonst ist nicht so schwer im Magen, aber so ein paar Kohlenhydrate und ein bisschen Eiweiß wirkt wahre Wunder. Man sieht schon, die Leistung der Taschenlampe lässt schon ein bisschen nach. Nicht wegen der Batterie, sondern es wird heller. Es wird heller. Draußen auf der Wiese ist es nicht mehr stockdunkel, sondern der Nebel geht ins Bläuliche über. Aber die Lampe ist klasse. Geiles Teil. Oh, jetzt rumpelt es mir. Oh. Jetzt hat es Zeit für Frühstück und einen heißen Kaffee. Diesmal habe ich ihn dabei. Ich gebe mal eine Weidezone hier. Bewegung am frühen Morgen bringt den Kreislauf echt in Schwung. Oh, ich habe, glaube ich, frischen Sauerstoff bis in die letzte Zelle meines Körpers gepumpt. Oh, Leute, ich sage euch, das tut so gut. Das ist der Hammer. Müsst ihr machen. Raus aus den Federn. Und laufen, 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 laufen. Irgendwie sieht man so gar nichts mehr, ne? Der Nebel von Baskerville. Naja, solange der Hund von da nicht auftaucht. Okay, gleich gibt's Habba Habba. Genau, gibt dann ein Frühstückskochvideo für Stefan 123321. Ich werde ständig angeschrieben. Wann machst du wieder ein Kochvideo? Warte. Weiß ich, habe ich gerade keine Lust dazu. Aber jetzt gibt es gleich was zum Kochen wieder. Ne? Ich habe ja noch vom letzten Wochenende vegetarisches Couscous übrig. Hey, und das Zeug schmeckt geil. Für unterwegs. Wasser hast du ja eh dabei.
Heute habe ich Wasser mitgenommen, kein Filter, denn hier oben auf dem Berg gibt es kein Wasser. Ah, ist eine schöne Quelle. Es ist noch weit. Dort ist rundherum Landwirtschaft. Dort würde ich nicht draus trinken wollen. Selbst mit einem Filter. Oh, okay. Pause. Ich werde verrückt. Kommst du da morgens hoch, brennt auf meinem Grillplatz schon ein Feuer. Ja, welcher Verrückte ist um die Zeit schon hier? Ja, ich glaube, ich spinne. Ich habe gedacht, ich bin hier der einzig Verrückte. Ah, vielleicht hat hier jemand übernachtet. Ja, aber was ja geil wäre, ich könnte mir mein Feuerchen sparen. Da gibt es ja noch schneller Frühstück. Ah, hier haben ein paar Leute übernachtet. Cool. Na dann sagen wir mal guten Morgen, ne? Na, das ist ja geil. Das ist so, wie wenn du in die Küche kommst und deine Frau hat schon Frühstück vorbereitet. Alter, schau mal. Was ist denn hier los? Die Indianer sind da. Ist ja geil. Eine ganze Campingbatterie. Ah, mein Frühstücksfeuer steht schon. Cool. Ist ja super. Hier ist eine ganze Kumpeltruppe unterwegs aus ganz Deutschland. Und verbringen hier das Wochenende hier oben. Was super ist, denn ich spare mir heute Morgen mein Frühstücksfeuer. Ich bin mal schon Na Stefan, wenn das mal nicht lecker aussieht, hä? So, lass mal noch ein bisschen ziehen. Ja, die Leute machen es richtig, ne? Fahren nicht in irgendeinen Club Med am Meer mit 5 Sterne all inclusive. Nee, die machen 5 Milliarden Sterne. Okay, man sieht es bloß nicht gerade nachts, ne? Stark Nebel. Ja, aber so ist doch schönes Wochenende, ne? Um 6:30 eine Stunde da hoch, ja. Heute habe ich 5:15. Ist okay. Muss mal wegen Züge gelaufen, aber es ist warm. Ja, klar. Die
Drei-Sackmann-Kaffee-Challenge, nämlich im nicht gespülten, aus Wassermangel nicht gespülten Frühstückstopf wird jetzt Kaffeewasser gekocht. Das verleiht dem Kaffee eine richtige Schmeckle. So, dann sage ich mal danke für die Gastfreundschaft und das Feuer. Vielleicht sieht man sich nächstes Jahr wieder. Ja. Ciao. Ciao. So, weiter geht's. Gut gefrühstückt. Ab in den Wald. Da sieht man jetzt wenigstens was. Stockdunkeln, trotz Stirnlampe, das ist vielleicht keine gute Idee, auf solchen eisigen kurzen Wegen zu laufen. Wenn es sich da hinlegt, findet dich niemand mehr. Oh Mann, war eine Riesenportion, ey. 150 Gramm diesmal von diesem Trockenfutter. Boah, da bist du satt. Dazu noch ein Rauchkaffee hinterher. Naja, der war jetzt nicht so prickelnd. Aber jetzt geht sogar die Temperatur runter. Jetzt wird es richtig kalt. Also, machen wir mal wieder ein bisschen Tempo, dass wir auf Betriebstemperatur kommen. Aber ich würde sagen, gehen wir hier nochmal einen Kaffee holen. Da muss ich gucken, wo du hintapfst. Jede Menge Laub. Stellenweise gefroren. Ja, das war jetzt ein richtig leckeres Frühstück. Mit netter Gesellschaft und Unterhaltung. Ja, die Leute sind locker drauf, kommen schon seit, was haben sie, 17 oder 18 Jahren hierher.
Dezember kommt sie immer her mit der ganzen Truppe auf und brennt. Ja, den Platz kennt man. Ist beliebt für solche Touren. Ne? Wenn du hier so Kastenwagen dabei hast, das ist ja auch eine feine Sache. Ne? Aber einen riesen Tipi hatten sie auch noch. Cool. Schwarzwald erwacht. Am Sonntagmorgen. Was haben wir jetzt? 8:45. Wärmer ist es leider nicht geworden, nur heller. Aber ich habe wenigstens schon ein kräftiges Frühstück intus. Also diese Doppelportion, was da gibt von Travel Lunch, die reicht wirklich für zwei ordentliche Portionen. Das letzte Mal hatte ich ja 100 Gramm da genommen. Dann müssen jetzt noch 150 Gramm gewesen sein. Also das ist ein ganz ordentliches Frühstück. Wenn man sich zweimal einteilt, das jeweils zweimal 125 Gramm, dann entweder zwei Personen von diesen Dingern gut Mittagessen oder du kannst dir zwei Mahlzeiten damit kochen, die wirklich ausreichend sind. Hier so Couscous, Hirse mit Pilzen, Rosinen drin, Erbsen, Karotten. Schmeckt wirklich lecker, selbst zum Frühstück. Ah, gibt schön Energie für den Tag. So, jetzt gehen wir heim. Dann gehen wir noch eine Runde Bogen schießen. Fritt mir gleich die Hand ab, ey. Oh, Notiz an mich selber. Permanente Handschuhe im Rucksack deponieren. Oh, so, jetzt kam wieder ein Stück Straße, wo ich hier laufe. Das ist jetzt langweilig. Jetzt zipp ich nachher mal noch rein, wenn wir wieder im geschützten Wald sind. Schon geht die Sonne auf. Im Süden steigt sie. Am besten will sie untergehen, im Norden ist sie nicht zu sehen. Dahin wird's hell. Aber das Gefühl, die Temperatur fällt nach wie vor. Oh, kalt, schneller laufen. So ist herrlich. Keine Leute unterwegs. Wir sind von den Leuten auf dem Platz. Nicht mal die Jogger unterwegs. Schnee haben wir gerade keinen, also noch keine Skifahrer. Sonst geht hier bei den Temperaturen und Uhrzeit auch keiner freiwillig raus. Ne? Ist doch herrlich. Geht raus, Leute. Frühen Morgen. Zu schnell. Der war zu schnell. Herrlich, oder? Das ist echt irre. Noch vor kein 5 Minuten sind mir fast die Hände abgefroren. Ich habe sie nicht mehr gespürt und konnte kaum noch die Kamera bedienen. Und jetzt merkst du richtig, wie der Körper die innere Heizung angeschmissen hat. Der heizt jetzt gerade voll aus. Klar, er hat natürlich mehr als verbrennen können. 50 Grad. Spricht, er sagt, ich brauche Nahrung. Das ist richtig.
die geht zur richtigen Zeit an. Schaufeln die irgendein Fastfood in euch rein. Wahnsinn. Habe es richtig gemerkt. Bin ein bisschen in Ruhe gekommen. Kopf mal für ein paar Minuten abgeschalten. Kamera war aus. Da habe ich richtig gemerkt, wie im ganzen Körper eine Veränderung vorgeht. Und er irgendwie von seinem, was weiß ich, Standby-Stadtmodus auf Winterbetrieb umgestellt hat. So richtig gemerkt, Nahrung ist im Magen angekommen, kann verarbeitet werden und boah, geiles Gefühl, Leute. Geiles Gefühl. Man merkt so richtig, wie so eine Dampflok, die jetzt so unter genug Feuer im Kessel hat und jetzt hier genug Dampf produziert hat und dann richtig auf Touren kommt. So geil. Mir ist nicht mehr kalt. Selbst meine sonst immer eiskalten Füße habe ich gerade das Gefühl, ich habe Heizkissen drin. Irre. Obwohl die Temperatur runter ist, seit es hell wird. Echt irre. Wie die Dampflokkörper anfängt richtig zu schaffen und auf Touren zu kommen. Oh, was ist denn das da am Himmel? Das ist etwa die Sonne. Das sieht jetzt aus wie bei Erik der Wikinger, ne, wo er als erstes Mal die Sonne durch den immerwährenden Nebel scheint. Das ist geil. Ja, mit sowas wirst du belohnt, wenn du am frühen Morgen rausgehst. Ja, die Sonne. Die Sonne kommt raus. Ist das nicht herrlich? Gleich noch ein Foto schießen, bevor der Augenblick vorbei ist. Na, ist das nicht schön? Ja, jetzt kommt sie raus. Schwarzwald erwacht. Die Vögel fangen an zu zwitschern. Der Hillbilly im Hintergrund sollte endlich mal seine Klappe halten, damit man den Augenblick genießen kann. Ja, ist ja schon gut. Nur 5 Minuten am Feuer gestanden und du riechst schon wieder wie ein Räucheraal. Ist das nicht schön, Leute? Wer will denn da freiwillig länger im Bett bleiben und pennen? Ja, holla die Waldfee. Das nenne ich mal Holz von der Hütte. Ihr könnt jetzt nicht die Dimension erahnen. Das ist richtig hoch und viel, ne? Mein lieber Scholle, da haben sie gewütet, ne? Das sind keine Äschchen, das sind hier Baumstämme. Hier komme ich jetzt auch nachts hoch. Hier habe ich schon die eine oder andere Taschenlampe ausprobiert. Und die Jungs haben hier gewütet, ne? Ja, da kann der Winter kommen. Also genug Holz zum Heizen. Hammer. So. Der kleinen Strecke zwischendurch, die mal an der Straße läuft, weil sonst hast du links und rechts eh bloß Kuhacker. Das letzte Stück auf dem Nachhauseweg wieder durch den Wald. Und ich fühle mich gerade so gut,
Ich habe das Gefühl, ich kann stundenlang weiterlaufen und eigentlich schon schade, dass ich in wenigen Kilometern schon zu Hause bin. Aber wir haben heute noch ein paar andere Sachen vorne. Wir gehen eine Runde Bogenschießen und wir sind noch bei Freunden eingeladen. Also volles Programm heute, ne? Darum früh raus, dann kann man was erledigen. Und ich sollte noch ein bisschen YouTube-Videos schneiden, hochladen. Mit Sicherheit wartet schon ein paar Dutzend Mails wieder. Ja, ich glaube, jetzt hole ich mir zu Hause erst noch mal so einen Kaffee. Denn dieser Kai Sackmann Challenge, wir machen einen Kaffee im Essenpott. Kaffee, naja, Kai, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Also, nee, ich glaube, ich lasse jetzt einen aus meiner Maschine raus zu Hause, ne? Ja, mal gucken, ob ich nochmal reinzepp. Aber ab hier wird's langweilig. Hier geht's nur noch wieder Waldberg runter, ne? Aber ich sage schon mal, danke fürs Reinzeppen, bewerten, kommentieren und dass ihr mit mir heute Morgen so früh schon unterwegs wart, ne? Aber nette Leute kennengelernt, ne? Ihr seht, es lohnt sich, zu allen möglichen Zeiten rauszugehen in die Natur. Ein bisschen zu laufen, ne? Oder YouTube-Videos zu schauen. Ist auch gut. Ihr sollt nicht glauben, wie das zum Teil zu Veränderungen in deinem Leben führen kann. Also all das, was ich heute mache, in meiner Freizeit, mit meiner Ernährung, mit meiner Bewegung, tja, ich sage mal, abgesehen von der Familie und von der Arbeit, hat sich bei mir fast alles verändert in den letzten 4-5 Jahren und das alles nur durch YouTube. Das ist unglaublich. Ja, Stefan, hier geht mal ein Gruß an dich raus. Von links aus dem Südwesten in den Nordosten an die Ostsee. Ne? Sollst nicht glauben, wie weit dein Einfluss reicht. Ne? Okay, Leute. Oh, herrlich. Herrlich, Leute. Ich kann es immer wieder sagen. Geht raus am frühen Morgen. Genießt die Natur. Dieser Karl Heger immer, ne, da geht auf euren Hausberg und macht euch ein Tässchen Kaffee. Ne. So muss das sein. Ja. Die Sonne. Ich glaube, bis die hier richtig rauskommt, bin ich schon längst zu Hause. Aber mir ist auch nicht mehr kalt. Im Gegenteil, die alte Dampflok, der Prägdäler, fährt auf Vollast. Ah ja, hier forschen sie wieder auf, sehr gut. Ja, die Waldarbeiter sind hier schon extrem aktiv. Man hört sie zwar immer nur mit den Kettensägen und denkt, oh, die fällen nur wieder. Nee, nee, das sind die Gärtner des Waldes, die hegen und pflegen den Wald. Nicht? Da gibt es eine ganz tolle Doku. Ich weiß noch nicht mehr, wo die ist. Ich glaube, er heißt Unser Wald oder Der Wald. Ich glaube, so eine 90-Minuten-Doku über den Wald in Deutschland. Sehr interessant. Müsst ihr mal suchen, vielleicht in den Mediatheken. Und das ist eines der wenigen Länder, in dem der Wald, die Waldfläche zunimmt. Trotz dem Sturm Lothar und allem Möglichen, was ja verheerend war hier im Schwarzwald. Wir pflanzen mehr Wald an, wie wir Alpholzen. Was immerhin gut für unsere Luft ist. Ne? Wir brauchen den Wald. Was schade ist, dass in vielen Ländern der Welt es umgekehrt ist. Dass 100-mal mehr eingeschlagen wird, wie angepflanzt wird wieder. Ja. Genau. Wir laufen gegen die aufgehende Sonne. So, jetzt aber genug gequatscht. Das wird ja schon wieder so ein 45-Minuten-Video oder sowas. Ich sag mir jedes Mal, ich muss kürzere Videos drehen. Die guckt eh keiner an in voller Länge. Schreib mal drunter, wer hat durchgeguckt bis jetzt? Ja, du? Wirklich? Du bist ein totaler Freak. Mach was Gescheites. Nee, ist okay. Danke für deinen Support. Wenn die keiner anguckt, brauche ich sie auch nicht mehr aufnehmen. Ne? Aber es macht Spaß. Ich glaube, ich würde sie eher aufnehmen, wenn keine Sau guckt. Egal. Also, bis später bei YouTube, ne?
hätte es doch glatt fast noch ein Hillbilly draußen unterwegs Video gegeben ohne Gearcheck, ne? Was habe ich dabei? Ein Hulter Force. Die Buchstaben-Kurzbezeichnung habe ich jetzt vergessen. Und da habe ich mir schön, das ist nämlich cool, das Teil hat hier ein Loch durch und an den Schlüsselring habe ich mir einen Feuerstahl gemacht mit einer Bohrung, ne? Und somit hast du super günstiges, cooles, brauchbares, kleines Outdoor-Messerchen dabei, ne? Mit Feuerstahl. Hulter Force G, G, F, K, G, G, X, Y, Z, A, B, C. Egal. Schaut beim Lasse nach im Shop. Der hat die Dinger. Messerchen 6,50 Euro. Ich glaube, da kostet der Mischmetallstab mehr. Hier, Lasse, verkauft das doch zusammen als Set. Ich sag dir, so ein paar Mischmetallstäbe mit Loch. Machen Ringle dran und verkauft das Ganze als günstiges Outdoor-Set. Und ich glaube, da sind alle einverstanden, wenn du da noch einen Fünfer draufschlägst, dass du an dem Ding auch noch was verdienst. Ne? Ja, das ist ein cooles, günstiges Set für draußen. Ne? Hast du immer gleich alles am Mann. Mehr braucht's nicht. So, jetzt aber. Ende Gelände. Genug gequatscht. Ciao.